Also es kommt schon vor, dass Magazine, Blogs, die praktisch die Fotos nehmen. Es ist ja schon vorgekommen, dass sie von meinem Blog das Foto genommen haben und ich habe meistens mein Logo links unten stehen, dass sie einfach das Logo abgeschnitten haben. Wobei das natürlich schwer nachvollziehbar ist, ob die das jetzt wirklich von meinem Blog haben und runtergeschnitten oder ob es schon jemand anderer verbreitet hat und sie haben es einfach von dort genommen. Fakt ist, wenn ich sehe, dann schreibe ich diese Leute an und sage, je nachdem, wenn es jemand privat, eine Privatperson als YouTube-Video praktisch einen Song von einer Band nimmt und sie schneiden Fotos zusammen, kann man sagen, okay, bitte entfernt es, aber da kann man nicht wirklich rechtlich vorgehen. Letztes Mal war zum Beispiel, habe ich ein Foto gefunden von Soul of Jesus, Philadelphia Magazine, hat es geheißen, es war ein amerikanisches großes Magazin, welche einen Artikel geschrieben haben, wo das Foto drinnen war ohne Credits. Die habe ich angeschrieben und die waren dann auch so cool an, dass sie gesagt haben, okay, wir zahlen. Aber auch erst nachdem sie das erste Mail geschickt haben, wo gestanden ist, dass wahrscheinlich so sein wird, dass der Ferialpraktikant hat das nicht gewusst. Normalerweise zahlen sie nur $10. Ja, wir haben uns dann geeinigt. Jetzt bin ich auf diesem Level, auf dieser Professionalität, dass ich einen Anwalt einschalten würde. Aber wenn es in Amerika ist, ist wieder komplizierte Gesetzeslage und das ist eher schwierig.